Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um die Gestaltung vom BW-Boden gehen, speziell um die Bereiche hier zwischen den Drehscheibengleisen. Diese Bereiche waren in echt meistens entweder mit Betonplatten versehen oder gepflastert. Das will ich bei mir jetzt auch darstellen. Dafür verwende ich zunächst mal, um den Bereich zwischen den Schwellen von der Höhe her anzugleichen, einfache Wellpappe, die ich noch so rumliegen habe. Es gibt zwar manche, die nehmen dafür so Styrodur und so, aber meiner Erfahrung nach ist Pappe auch völlig ausreichend. Muss jeder für sich selber wissen, finde ich. Und dann hier noch, Entschuldigung, die Kamera spinnt gerade ein bisschen. Sekunde, ich mache mal kurz Pause und dann geht's Video weiter. So, jetzt geht's wieder. Entschuldigung für die ganzen Störungen. Ich bin auch schon ernsthaft am Überlegen, ob ich mir mal eine professionelle Videokamera besorge, damit ich nicht mehr das Ganze mit dem Handy filmen muss und dieses nervige Geflimmere die ganze Zeit ist. Wenn ich langfristiger YouTube mache, wird es auch definitiv wohl passieren. Aber gut, jetzt geht's mal erstmal weiter im Video. Nämlich, damit die Pappe auch schön ausschaut, hatte ich erst die Überlegung, es einfach nur grau anzupinseln mit Betonfarbe, aber dann habe ich gefunden, ja, ist es auch schön, irgendwie noch was dabei zu haben an Sachen Struktur, und darum verwende ich hier von Herky so Pflastersteinoptikaufkleber. Ja, und daran werde ich mich jetzt erstmal versuchen. Also, den Prozess selber werde ich jetzt wohl leider nicht filmen können, weil ich kein Stativ habe. Also, wenn ich mir eine professionelle Kamera besorge, werde ich mir auch definitiv ein Stativ besorgen. Aber so erstmal, vielleicht werde ich mit Fotos arbeiten. Ich muss schauen. Jedenfalls, der erste Schritt wird sein, hier die Pappe in die richtige Form zu schneiden, dann mit Heißkleber zu fixieren und dann kommt dieses Aufkleberband hier drauf. Klebefläche besser gesagt. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen wohl verpeilt. Gut, was ich als erstes schon mal machen werde, ist hier die Prellböcke runterzuziehen. Denn die gehen nur in den Weg, und dann melde ich mich zurück, wenn ich die Pappe in die richtige Form geschnitten habe, und dann werden wir sie mit dem Aufkleber hier versehen. So, da bin ich wieder. Ja, Entschuldigung, die Schritte dazwischen konnte ich jetzt leider nicht mitfilmen, weil es gab ein paar Probleme, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Oh, Entschuldigung, ich muss hier kurz aufpassen, weil sonst brennt mir hier noch mit der Heißklebepistole an. Gut, also wo war ich? Ach ja. Eins hat zum anderen geführt, und so seht man jetzt nun mal, wie es ungefähr dann ausschauen soll. Nur, ich bin jetzt schlauer und habe ein paar Lehren daraus gezogen, nämlich die Pappteile mache ich jetzt nur so lang wie den Abstand. Oh, jetzt flackert das Licht wieder so blöd. Jetzt geht's wieder gut. Ja, ich muss mir echt eine Videokamera kaufen, aber gut, weiter. Ich mache die Pappen jetzt nur so lang wie von Schwellenrand zu Schwellenrand. Und den Bereich drüber hier decke ich dann nur noch so mit der Klebefolie hier ab. Weil ansonsten haut es nicht richtig hin. Hier, man hat dann zwar ein schön ausgeglichenes Niveau, aber die Arbeit, die wo es einfach ist, die ist mir nicht wert. Gut, das war's soweit hier von der Gestaltung her. Ich weiß nicht, ob ich ein Video noch weitermache. Vielleicht ist noch was, was ich euch zeigen will, aber ansonsten, falls es das war, schon mal danke fürs Zuschauen und tschüss, falls es jetzt nicht weitergeht. Und wenn doch, dann bleibt doch gerne dran. So, jetzt geht's nun doch noch weiter. Denn bei meinem Modellbahnhändler ist, ich glaube, ja, Samstag war es, noch überraschend Post gekommen. Nämlich von Rocco, die Baureihe 86 ÖBB-Ausführung. Wobei es eine echte Besonderheit gibt, wo ich mal kurz drüber reden wollte. Nämlich hat die als erste Rocco-Lok, von der ich das überhaupt kenne, ein MFX-Decoder. Ist aber ein Zimo-Decoder. Also erstmals, dass Zimo auch MFX verwendet. So, da ist sie schon mal. Ich hole sie schnell mal raus. Also es ist wirklich für mich eine große Erleichterung, dass Zimo jetzt MFX verwendet. Weil für die Märklinisten unter
meinen Zuschauern wird es wahrscheinlich genauso sein, weil MFX ist einfach bei Märklin, ich nenne es mal Standard. Und wie ich finde, eigentlich auch die beste Methode, weil man muss nicht aufpassen mit den Adressen und die Loks melden sich selber an. Also ist eigentlich schon eine schöne Sache. So, ich stelle es jetzt nur mal hier kurz. Entschuldigung, jetzt hätte ich nur mein Bein auf die Schachtel. Und hol sie mal hier raus. Weitere Besonderheit ist, die meisten Rokoloks, die muss man ja noch mit einer Menge Zurüstteilen zurüsten, bis sie so ausschauen wie im Katalog. Aber die ist tatsächlich schon komplett zugerüstet. Also bis auf Bremsschläuche-Imitationen, die man hinten und vorne noch ansetzen kann, wenn man die Kupplungen abmontiert, ist die Lok tatsächlich fertig zugerüstet. Also von Rocco wirklich, soll ich es beurteilen konnte, Topmodell. Ich weiß nicht, ob es heute noch ein Fahrvideo zu dir gibt. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Ich glaube, ein Fahrvideo wird es dann mal in einem anderen Video geben. Was ich noch machen werde, ist die Bügelkupplung rausnehmen und dann da Märklin-Kurzkupplung auch reinsetzen, weil ich habe zwar schon anderes gehört, aber tatsächlich meinen Erfahrungen nach bei eigentlich fast allen Loks von anderen Herstellern funktionieren die Märklin-Kurzkupplungen auch. Das Einzige, wo sie meiner Erfahrung nach nicht funktioniert, ist bei Personenwägen von anderen Herstellern, bei Güterwägen oft auch. Aber gut, das nur mal so kurz hier am Rande als kurzes Update. Wie ich ja finde, schönes Modell, mir gefällt ja auch im Allgemeinen die ÖBB-Lackierung. Die, als ich mich für eine 86 entschieden hat, war die Bundesbahn-Variante, die bei mir am besten auf die Anlage gepasst hätte, leider schon ausverkauft. Also gab es nur noch die DDR-Reichsbahn-Variante und die hier. Ich habe zwar auch einige DDR-Loks bei mir, aber wie ich finde, jetzt spinnt die Kamera wieder, naja gut. Jetzt. Aber wie ich finde, mir gefällt einfach diese ÖBB-Lackierung bei den Dampfloks. Gut. Dann weiter zum nächsten Punkt. So, dann wollte ich ganz zum Schluss jetzt nochmal ein bisschen spontan, ganz entspannt noch so ein bisschen zum Runterkommen am Schluss hier ein Projekt von mir vorstellen. Nämlich hier eine Lok, die ich umgebaut habe, eine Baureihe 80-80007. Die Artikelnummer weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen, aber könnt ihr auch selber nachschauen, weil ich war so ein bisschen ehrlich gesagt zu faul dazu. Es ist Sonntag, ich glaube, ihr werdet jetzt verstehen. Jedenfalls, die habe ich mir günstig auf der Modellbahnausstellung / kleinen Verkaufsbörse in Landshut, da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, für die, es noch nicht gesehen haben, gekauft für 30 Euro. Dachte ich mir, kann ich mir nicht entgehen lassen. Und habe sie wirklich sehr umfangreich modernisiert. Also die Lok war vorher noch komplett analog und was auch nicht schön war, die Puffer, die haben gerostet und einige Schrauben haben auch gerostet. Also was ich gemacht habe, ist, die Puffer habe ich neu lackiert und habe dann auch noch die meisten Schrauben ersetzt. Aber ansonsten, bis davon abgesehen, war die Lok, ich wollte gerade fast sagen, in einem guten Zustand. Ja, optisch schon, aber technisch gab es da noch andere Probleme. Nämlich, ich musste die Lok noch mal einmal komplett zerlegen und dann wieder zusammenbauen, denn die vordere Achse, die hat so eine Aufhängung, die ist in so einer Ölse aufgehängt. Und diese Ölse da, die war mit Öl gefüllt und das Öl war komplett verharzt. Also die Lok ist wirklich kaum noch gelaufen. War kein schönes Projekt, das hat also wirklich sehr lange gedauert, bis sie gelaufen ist, aber ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie schon immer von so einer kleinen 80er geträumt. Gut, dann habe ich da mehrere Tage Arbeit und etwa ist über 100 Euro Materialkosten reingesteckt. Das meiste war jetzt der ESO-Lok-Sound-Decoder. Märklin Hochleistungsantrieb habe ich dann da noch verbaut. Aber ich finde, das Resultat konnte sich sehen lassen. Nun mal noch eine kleine Fahrt von der.
und natürlich Vorführeffekt. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, vor allem die Pufferringe, das sind so Aufkleber, die werden von so einer kleinen Firma verkauft. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Genau, ich glaube MK Modellbau. Ich weiß nicht, werde ich vielleicht nur nachschauen und euch dann später einblenden. Muss ich gucken. Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ist ein kleines Unternehmen. Und da bekommt man wirklich sehr günstig qualitativ hochwertige Pufferringe, die auch gut halten, aber die man auch immer wieder ablösen kann, wenn sie einem nicht mehr gefallen. Da kriegt man, wie ich es bestellt habe, ich glaube, das waren fast 60 Pufferringe für 6 Euro. Also, da kann man sich wirklich nicht meckern. Und so wie ich es jetzt finde, in dem Zustand hier, eine wunderschöne kleine Lok. Und werde mich nun noch verabschieden mit den paar kleinen Voraufnahmen hier. Tschüss! Nochmal kurz von mir was. Mir ist gerade eingefallen, es ist wahrscheinlich leichter, wie wenn ich euch in die Videobeschreibung reinpacke, wo ich die Pufferringe her habe. Den Namen von der Firma, anstatt es euch einzublenden. Aber wenn ihr es wissen wollt, schaut dann einfach in die Videobeschreibung. Da packe ich es euch rein.